Operation Alter Riese. Ja, die große Vergeltungsaktion gegen den Übergriff gegen unsere verbündeten Freunde, so gesehen. Unsere Verbündeten, wir sehen das natürlich gar nicht ein und werden jetzt diesen Aliens ganz schön kräftig in den Arsch treten. Und zwar ist dabei Rekrut Smirnoff. Natürlich, frisch gejoint. Dann natürlich Jane Kelly mit ihrer entzückenden Schrotflinte durchgeladen, entsichert und schussbereit. Dann haben wir noch hier Neues mit dabei. Rekrut Lawrence, dessen Namen ich leider vergessen habe. Naja, kann sich halt mit Smirnoff auf Eis so gesehen zusammentun, dessen Vornamen ich leider auch vergessen habe. Und natürlich mich selber hier mit meinem Sturmgewehr, mein erster Einsatz. Und dann kann das ja eigentlich nur richtig geil werden. In diesem Sinne, sattelt die Hühner, geht an Bord und tretet den Leuten ordentlich in den Arsch. Der Einsatz startet jetzt. Skyranger eingesetzt. In Position für den Einsatz. Wunderbar, dann starten wir doch mal gleich direkt in diesen Einsatz. Dann machen wir hier eigentlich. Was müssen wir machen? Klär mich mal auf. Aufklärung hat starken Funkverkehr von Alien-Truppen aufgezeichnet, die einen Außenposten des Widerstands in dieser Region angreifen wollen. Wir sind die Einzigen, die sie aufhalten können. Wir rücken aus, um das Gebiet zu sichern. Schalten Sie alle feindlichen Ziele gnadenlos aus. Genau, und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn's heißt, wir kriegen alle vollends aufs Maul. Naja, hoffentlich nicht. Aber ich bin ja dabei, ne? Also ganz rechts außen. So, da lehne ich mich nochmal locker in die Kamera. Dann kann das ja eigentlich nur gut werden. Ui, wir sind sogar schon angekommen. Scheint direkt in der Nachbarschaft gewesen zu sein. Also 2-3 Blocks entfernt. Von dem her, wir gehen runter und wir räumen auf. Hoffe ich. Menace 1-5, Feinde greifen den Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Advents Auftritt hier war laut und unsere auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. Scheiß auf Verborgenheit. Wen interessiert denn das, bitteschön? Hauptsache ist, ich kann hier ordentlich aufräumen. So, wen haben wir hier? Keine Ahnung. Wer ist das? Smirnoff auf Eis. Wunderbar. Geh direkt erstmal nach vorne. Kannst du mich schon mal hier die ersten Zivilisten retten? Oh. Super. Und wir haben uns sofort in eine ziemlich dämliche Situation gebracht. Einheiten zur Gruppenkontrolle und bei Protesten ein. Mittlerweile sehen wir allerdings nicht mehr allzu viele davon. Okay, gut. Das heißt, jetzt müssen wir irgendwie versuchen. Wir haben hier einen und da hinten haben wir einen. Den könnten wir vielleicht flankieren. Toby Lawrence, komm. Das sollte ich doch irgendwie hinkriegen. Begebe mich zu dieser Position. Erstmal in Deckung gehen. Und damit haben wir... Nein, wir haben leider nicht flankiert. Aber wir haben zumindest 27% Trefferquote. Vielleicht reicht das aus. Nein. Natürlich nicht. Vollends daneben. Gut, zwei Leute haben wir ja zum Glück noch. Die Frage ist, wie kommen wir da jetzt am ungünstigsten ran? Wir könnten uns da vorne versuchen anzuschleichen. Das ist besser als nichts. Damit kommt Jane Kelly zumindest wieder in Schussreichweite. Wunderbar. 44%, das sieht doch schon viel besser aus. Hau ihn raus! Nein! Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Beim nächsten Mal bist du tot, wenn du nicht triffst, du blöde Ziege. Scheiße. Gut. Andere Alternative. Hier vorne haben wir leider nicht wirklich viel an Deckung. Außer, ja, ich kann mich hinter mich selbst verstecken, was auch sehr schlau ist. Oder aber, ich könnte hier vorne hingehen. Das ist besser als nichts. Habe zumindest etwas Deckung. Und treffe beide. 46% und 29%. Komm, 46%, den da hinten. Jawohl, sehr schön. Der ist zumindest schon mal angeschlagen. Eine Geißel weniger. Wir verzeichnen schwere Verluste unter den Zivilisten, Commander. Wir müssen das beenden.
Hör auf mit schweren Verlusten unter Zivilisten, wenn bisher nur einer gestorben ist. Übertreib mal nicht. Nice, voll daneben. Sehr schön, weiter so. So, jetzt haben wir aber immer noch einen zweiten blöden Hoshi. Was zum Fick macht ihr? Ich werde flankiert. Super. Und wir haben eine Person verloren wegen Bewusstlosigkeit. Ganz toll. Aber dafür ist er auf jeden Fall tot, weil der ist nämlich vollends flankiert. Und ich denke, diesen Kill, den hole ich mir mit 72%. So, am Arsch. Ist der erste schon mal raus. Der ist erledigt. Sehr schön. Trotzdem sind wir nur noch zu dritt. Befördert! Jawohl! Schön! Nächste, ab nach vorne. Kannst du höchstens davon... Nee, das ist aber auch schon wieder scheiße. Es sei denn... Wir gehen... Hier vorne hin. Das sollte sogar funktionieren. Wir gehen einfach auf die andere Seite. Laufen stumpf an dem Kerl vorbei. Retten die Geisel. Drehen uns um, laden durch und knallen ihn in den Schädel. Gute Nacht. Sehr schön. Zwei Leute raus. Und der nächste, der eine Beförderung inne hat. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Irgendwo da hinten war, glaube ich, auch noch eine Geisel. Dann stellen wir uns mal etwas taktisch anders auf. Wir splitten uns mal. Okay, wir müssen da hinten in die Ecke. Was relativ nah sogar an uns dran ist. Haben wir hier noch irgendwelche Geiseln, die wir retten können? Sieht im Moment nicht wirklich so aus. Zwei sind tot, zwei sind gerettet. Wie weit kommen wir nach vorne? In Ordnung. Ab nach vorne mit dir. Du gehst erstmal hier hinter den Kaktus. Und du kannst dahin. Der gucken, Widerstand was wir sehen. Konnte im Laufe der Jahre einige dieser mobilen Kommunikationsstörer auftreiben. Sie wurden provisorisch repariert und sind seitdem unschätzbar wertvoll für die Aktion des Widerstands. Okay, wir haben zwei weitere Geiseln auf jeden Fall gesichtet. Wir können etwas weiter in diese Richtung gehen und kommen zumindest schon mal in eine ran. Bei ihm bin ich mir noch nicht sicher, was er macht. Wir müssten eigentlich auch zusehen, dass wir hier auf die andere Seite rüberkommen. Und wieder eine Geisel tot. Wir verlieren unzählige Zivilisten, Commander. Wir müssen die Menschen hier rausbringen. Wir verlieren überhaupt nicht unzählige Zivilisten. Steht doch da oben im Counter. Es sind drei. Das ist nicht unzählig. Es sind drei. Und es bleiben drei. Ab nach vorne. Wunderbar. Gut, dann haben wir nämlich schon mal hier einen wieder gerettet. Der Widerstand hat alles daran gesetzt, die Leute für ihre Sache zu überzeugen. Doch es ist ein aussichtsloser Kampf, wenn einem die Advent-Propaganda 24 Stunden am Tag ins Ohr flüstert. Okay, das war eine sehr nette Information. Ob... Was zum Ficken? Das ist jetzt eine ziemlich beschissene Situation. Ich habe Gerüchte über Gestaltwandler gehört. Das sind sie wohl. Eine bemerkenswerte Spezies, wenn wir sie nur festhalten könnten. Ja, bemerkenswert und ziemlich groß. Super. Und dann auch noch auf die Idee kommen, das Vieh festzuhalten. Alles klar, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja, super. Wie zum Henker soll ich denn da jetzt den Keller noch rauskriegen? Schön, wenigstens 5 Punkte Schaden. Das ist besser als nix. Habe ich noch eine Möglichkeit, vielleicht mit dem irgendwie dran zu kommen? Begebe mich zum Ziel. Ab nach vorne. Komm, sei in Schussreichweite. Scheiße, er sieht ihn nicht. Das war klar. Naja, wir können es aber auch anders machen. Bitte recht freundlich lächeln. Wir
schön, Beförderung verdient, sehr schön. Könnte, ja, meine Nerven hat es gerade eben den Bach runter befördert. Das ist auch toll. Kriege ich dafür auch eine Auszeitung? Wahrscheinlich nicht. Danke. Roger. Ab nach vorne. Und wieder eine Geißel tot. Okay, gut, das sind die nächsten Viecher. Ah, fuck. Und in beiden Situationen bin ich jetzt natürlich hier richtig doof in der Bredouille. Wie komme ich da jetzt am allerbesten raus? Wir könnten... Er sieht 2. Er sieht ihn mit 46 und ihn mit 20. Oder er gesagt 26, das ist mir zu wenig. Das heißt, ich muss näher ran. Und die nächsten 2. Na, besten Dank. Und 2 Sektoiden auch noch. Scheiße. 50%, 47, 47, 35. Es ist alles irgendwie gumpfig gesprungen, es ist alles zum Kotzen. Und der Kerl steht jetzt vorne direkt in Feuer. Also müssen wir uns hier noch irgendwas anderes eindecken, ausdenken. Wir haben hier vorne auf jeden Fall schon mal eine volle Deckung. Da müssen wir nach vorne. Das geht nicht anders. Okay, den haben wir schon mal gerettet, das ist gut. 3 von 6. 47%, 45, 36. Mehr sieht er nicht, aber er hat eine Granate. Mit der Granate könnten wir vielleicht ihn da oben... Na, hör auf, so rumzutappeln. Komm, das sollte... Jawohl, das funktioniert. Friss das! Sehr schön. Und das Tolle für ihn ist, er hat jetzt keine Deckung da oben. Begebe mich zur Zielposition. Gut, ab nach vorne. Ziel ist in Sicht. 68%. Das sollte hoffentlich reichen. Nein! Daneben! Okay, nicht erwischt. Ja, okay, nicht erwischt. Am Arsch ist das okay. Schlingt meine Munition. 70, komm, hau ihn raus. Na also, es geht doch. Enemy eliminated. Also nur noch 3 gegen 3. Weapons burning ammo fast. Jetzt heißt es Daumen drücken. Der geht eine Etage tiefer, wohin will der? Was wird das? Eine Reanimation. Na super, und das direkt mit in meinen Reihen. Ich könnte ins Essen kotzen. Oh. Hör auf Geiseln zu schießen, du Pisser! Oh oh. Okay, der hat zumindest nicht auf mich geschossen, das ist wenigstens etwas. Wen haben wir jetzt hier? Wir haben hier einmal den Reanimierten. 36% für den. 31% für ihn. 25% für den da hinten. Das ist grob wie gesprungen. Das ist alles scheiße. Der kann nichts. Wir haben hier eine Granate mit 5. Wie weit kommen wir? Wir könnten damit den da hinten raussprengen. Schon mal 3 Schaden. Keine Rüstung. Oder eher gesagt, keine Deckung mehr. Das ist besser als nichts. Feuer frei. Auf ihn hier. 76%. Hau ihn aus dem Leben. Jawohl, nice. Damit haben wir auch den Zombie weg. Einen haben wir noch mit einem Schuss und einer Granate. Gut, die eine Granate, die können wir auf jeden Fall schon mal werfen. Die Frage ist nur, wohin. Entweder radieren wir den Kerl hier vorne aus oder den Kerl da hinten. Nein, ich glaube, ich habe die Granate versetzt.
Ja, ich habe die Granate versetzt. Na super. Oh. Okay, damit ist einer von uns zumindest nur verletzt. Damit kann ich leben. Hilfe! Verdammt! Ich brauche Hilfe! Hör auf durchzudrehen, du Blödarsch! Oh, man, hättest du wenigstens mal schießen können dabei! Okay, wir müssen noch... Ups! Oh! Hier fliegt gerade eben alles irgendwie hoch. Okay, 50% für den und 47% für ihn. Dann können wir doch lieber versuchen, ihn hier zu erwischen. Toll. Sehr schön gemacht. Voll verfehlt. Idiot. Ich bin echt am Überlegen, jetzt hier mehr oder minder ein kleines Selbstmordkommando zu machen. Zumindest einen rauszuholen. Angreifen. Du bist direkt vor seiner Nase. Und hast trotzdem noch 85%, wenn du das nicht triffst. Na also. Sehr schön. Automatiklader gekriegt. Sehr gut. Den nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Einer ist noch übrig. Der steht direkt neben mir, hat mich voll verfehlt. Blinde Hupe. Sehr schön, ist die Panik entfernt? Jawohl, die Panik ist entfernt. Und das Tolle ist, keiner hat mehr Munition zum Schießen. Und Granaten zum Werfen habe ich auch nicht. Das ist eine super Voraussetzung. Klasse, ich freue mich. Ach, scheiße. Okay, gut. Ich bin angeschlagen, also gehe ich jetzt erstmal hier in Deckung. Bin schon unterwegs. Jawohl. Nachladen. Bitte, danke. Oh, kostenlos nachladen. Ich blöd, Mann. Dann hätte ich mich wenigstens auch noch in Sichtweite begeben können. Ein Glück habe ich ja vergessen, dass ich einen Automatiklader drin hatte. Ah. Denn jetzt schon zwei gravierende Fehler, die ich eingebaut habe. Ich hätte das Ding ja erst eigentlich schon längst durchhaben können. Verdammter Mist. Okay, gut. Ich muss diesen jetzt hier in irgendeiner Art und Weise erstmal in Sicherheit bringen. Haben wir vielleicht hier hinten noch ein paar Geiseln? Nein, haben wir nicht. Die sind schon alle tot. Da hinten haben wir sonst auch nichts mehr. Ich könnte versuchen... Nein, da bin ich nicht wirklich sicher. Ich könnte aber hier hinten hingehen. Damit habe ich diesen dann auf jeden Fall schon mal safe. Den kann er mir nicht mehr klauen. Schön. 4 von 6 gerettet. Und der bleibt auf Overwatch. Feuerschutz. Den ziehe ich dann nicht mehr weg. Das wird mir sonst zu gefährlich. Die Frage ist jetzt, was mache ich mit ihm? Wohin ziehe ich ihn? Ich ziehe den gar nicht. Ich lade einfach nach. So, nachdem ich nachgeladen habe, erschieße ich den einfach. Toll. Blöd, Mann. Okay, gut, er ist nur angeschossen. Damit kann ich auch sehr gut leben. Das ist besser als alles andere. Okay, du hast eigentlich immer noch nicht nachgeladen. Scheißegal, du. Ich gehe jetzt einfach von hinten ran und erschieße ihn einfach von hinten. Flankiert, sehr schön. Trefferquote 81%. Jetzt hauen raus! Na also! Feind ausgeschaltet. Und?
Menace 1-5, Status bestätigt. Wir orten keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist gesichert. Sehr schön. Menace 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Einsatz abgeschlossen. Ich werde nicht mehr. Und was für eine knappe Geschichte. Oh. Es hätte auch noch weitaus früher zu Ende sein können. Aber nein. Gut. Jetzt weiß ich zumindest mal, Granate werfen, wenn dann schon aufpassen, dass ich dann auch richtig treffe. Schlimme Sache. Einsatz abgeschlossen. Operation Alter Riese. Wunderbar. Gerettete Zivilisten 8 von 13. Benötigt Runden 9. Getötete Feinde 8. Verwundete Soldaten 3. Aber immerhin ist keiner gestorben. Sehr schön. Halte die Advent-Vergeltung auf. Hat wunderbar funktioniert. Trefferquote 60%, obwohl die eigentlich hätte höher sein sollen. Durchschnittlicher Schaden pro Angriff 3,13. Toll. Im Schnitt getötete Feinde pro Runde 0,78. Neuer Rekord! Durchschnittlicher Deckungsbonus 27,22. Größter Schaden wurde von Smirnoff Eis gemacht. Hat natürlich auch dafür die meisten Angriffe gemacht. Gibt es auch vielleicht irgendwas mit am meisten Leute verfehlt oder irgendwie sowas? Am häufigsten angegriffen wurde Jane Kelly oder hat sie am meisten angegriffen? Die hat doch überhaupt nicht angegriffen, die ist in der ersten Runde direkt K.O. gegangen. Naja, und am weitesten bewegt hat sich Toby Lawrence. Toll. Und ich tauche nirgendwo auf. Das ist ziemlich deprimierend. Was soll's? Ich denke mal, die Einsatzbesprechung, die können wir auch nachher noch in der Basis weiter fortführen. Angekommen, ab nach Hause, ab unter die Dusche und früh ins Bett. Heute kriegt ihr auch noch eine extra Portion fürs, naja, noch eine Portion Nachtisch. Sehr schön, und alle vier wurden befördert. Warum zur Henke wurde eigentlich Jane Kelly befördert? Die ist einfach nur angekommen, hat sich K.O. schlagen lassen und das war's. Die hat keinen einzigen Kill gemacht. Na egal. Hat sie ja nochmal Glück gehabt. Hat halt noch so gesehen ihren Tittenbonus. Wahrscheinlich kriegt sie deswegen eine Beförderung. Okay, als Beute haben wir einen Automatiklader gefunden. Gesichtslose Leiche. Was ist das? Die Überreste von Gesichtslosen lösen sich schnell zu einer übel riechenden Masse auf und müssen deshalb in versiegelten medizinischen Behältern aufbewahrt werden. Also in Flüssigcontainern. Ja, gut, die restlichen Sachen, die kennen wir ja schon. Wir sagen einfach mal weiter. Gesichtslosen Autopsie haben wir freigeschaltet. Eins waren die dünnen Männer, die fortschrittlichsten Infiltrationseinheiten, die Alien zur Verfügung standen. Jetzt haben wir es mit einer Spezies zu tun, die in der Lage ist, menschliche Formen und Belieben zu imitieren. Wenn wir wüssten, wie genau sie schaffen, uns so effektiv zu imitieren, könnten wir vielleicht Wege finden, sie unsererseits zu täuschen. Ich warte nur darauf, dass die Viecher irgendwie anfangen, tote Objekte nachzumachen oder irgendwie sowas. Stehst du im Wald, gehst da rein, denkst bis voll Entdeckung, ja, scheiße, du stehst im Wald voller Gesichtslosen oder irgendwie so ein Scheiß. Freue ich mich jetzt schon drauf. Advent Betäubungslanzenträger Autopsie haben wir auch freigeschaltet. Der Advent Betäubungslanzenträger wird meist eingesetzt, um die Ordnung aufrechtzuerhalten und Aufstände zu unterdrücken. Seine einzigartige Betäubungslanze könnte in eine Waffe umgewandelt werden, deren Einsatz unsere Ranger bereits trainieren. Schön! Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Hallo, Commander. Ja, hallo, Fremder, Mr. X, ja. Der Widerstand in Westafrika hat ihnen ihre erfolgreiche Abwehr des Aliens-Vergeltungsschlags dankbar. Keine Ahnung, ich habe irgendwo einen Lesefehler eingebaut. Dank des was fortwährenden Schutzes durch XCOM kann der Widerstand weiter wachsen. Schön! Monatliche Einnahmen um 15 gestiegen. Unsere Schlagkraft schwindet, Commander. Wir sollten im Hauptquartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Ja toll, dann komme ich aus dem Einsatz zurück, freue mich wie Ulle und wir sind direkt wieder unterbesetzt, weil alle kaputt sind. Super, ich freue mich wie Ulle. Ganz toll, wie viele Leute haben wir? Wow, 2 Leute verfügbar und 7 sind verletzt. Das ist natürlich ein super Schnitt. Perfekt, vielleicht läuft. Vielleicht sollten wir mit dem Schiff einen ihrer Planeten kolonisieren, sobald das hier vorbei ist. Hey, die Idee ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Komm, wir machen direkt eine Aufrufmission ab zu deren Planeten, kolonisieren einfach bei denen alles, übernehmen deren Planeten. Die Idee ist gut.
Das wird direkt als Plan B bei uns hier initiiert, falls unsere Erde irgendwie vor die Hunde geht. Gut, aber an dieser Stelle sage ich danke fürs Zusehen, danke fürs Mitfiebern und wir sehen uns natürlich in der nächsten Operation wieder.